Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Privacy im Internet oder zur Anonymität im Internet. Heute wollen wir uns wieder mal mit Tor beschäftigen und zwar mit Hidden Services. Hidden Services sind sozusagen ein Add-on für Tor, das nicht nur Sender-Anonymität, was ja hier offensichtlich gewährleistet ist, auf höchstem Grade, sage ich jetzt mal, denn wir haben hier den Client, der durch mehrere Proxy-Mixes durchgeht, selbst zu einem Mix wird und dann erst irgendwann später bei seinem Zielserver, in unserem Fall jetzt hier YouTube, landet. Und das ist jetzt hier tatsächlich die Anonymität für den Client ist relativ hoch, aber eben nur Sender-Anonymität. Der Empfänger kann immer noch rausgefunden werden, denn man hat hier einen Exit-Node, der weiß ganz genau, auf was zugegriffen wird. Er weiß nicht, wer drauf zugreift, aber er weiß, auf was zugegriffen wird. Und der kann dann zum Beispiel auch den Traffic irgendwie blockieren. Der weiß natürlich auch die echte IP dieses Services. Und die echte IP des Services ist natürlich, oder der Webseite, ist natürlich eher was man eigentlich schützen möchte. Jetzt denkt vielleicht nicht unbedingt an das, was man als erstes denkt. Ich weiß, Hidden Services werden leider sehr, sehr häufig für nicht ganz so legale Angelegenheiten hierzulande missbraucht, Sachen wie Drogenmarkt oder sonst irgendwas. Das ist eher eine Abartigkeit, nenne ich es jetzt mal, für Hidden Services. Hidden Services sind tatsächlich dazu da, um Redefreiheit oder sowas auch sicherzustellen. Das heißt, stellt euch vor, ihr lebt in einer Diktatur und dort wird einfach alles, was zum Beispiel Diktator XY ist scheiße, wird sofort geahndet, indem derjenige hingerichtet wird und der Service, auf dem das gepostet wurde, also sprich, ihr geht auf eine Webseite abc.com, postet dort das Ganze, dann werdet erstmal ihr hops genommen, das könnt ihr durch Tor verhindern, weil ihr natürlich anonym werdet durch Tor. Aber wenn dann die Seite sowas anbietet, dann wird derjenige, der die Seite betreibt, auch normalerweise hops genommen. Und das ist nicht so geil. Deswegen möchte man eigentlich die IP-Adresse des Ziels auch schützen. Da hatten wir auch schon drüber geredet. Das ist die sogenannte Empfänger-Anonymität. Das heißt, niemand weiß, wo dieser Service tatsächlich steht am Ende. Und das funktioniert auch mit dem Tor-Netz. Wie gesagt, heißen Hidden Services. Denkt man leider meistens an was Falsches, aber hat tatsächlich auch einen wichtigen Grund. So, was jetzt also hier der Fall sein wird, ist, wir wollen unser Ziel schützen. Und wie gesagt, dazu Hidden Services, das funktioniert folgendermaßen. Hidden Services haben keine URL in dem Sinne, wie es jetzt zum Beispiel YouTube.com hat, also über DNS oder sonst irgendwas. Da wird ja einfach nur abgebildet, also über Domain Name Systems werden ja einfach nur abgebildet, hier IP-Adresse, hat folgenden Namen, beziehungsweise Name mappt auf folgende IP-Adresse und dann war's das. Nein, normalerweise wird hier der Hidden Service durch den Hashwert des Public Keys, also irgendwie eine Hash-Funktion, über den Public Key der Seite laufen gelassen und dieser Public Key, dieser Hashwert identifiziert dann den Hidden Service in eurem Browser. Und das funktioniert folgendermaßen. Der Hidden Service hinterlegt seinen Public Key, mit dem man ja für ihn verschlüsseln kann. Wenn ihr jetzt gerade absolut keine Ahnung habt, was Verschlüsseln und Public Key und sonst irgendwas ist, dann würde ich euch dringend meine IT-Sicherheits-Playlist empfehlen, denn das braucht ihr hierzu, glaube ich. Was der Hidden Service macht, ist seinen Public Key auf dem Directory-Server eintragen. Der Directory-Server hasht diesen Public Key und hat dadurch eine etwas kürzere Form sozusagen, etwas, was man eben als URL zum Beispiel eingeben kann. Das wird dann einfach beides gespeichert beim Directory-Server und der Client, sobald er diese URL anwählt, bekommt den Public Key des Services. So, und dann wird ein sogenannter Rendezvous-Point übers Tor-Netzwerk ausgemacht. Das heißt, der Client wählt einfach diesen Rendezvous-Point, schickt ihn an den Hidden Service. Der ist übrigens nur im Tor-Netzwerk erreichbar, der Hidden Service, nicht von außerhalb. Warum, werden wir auch gleich sehen. Der braucht nämlich das Tor-Netzwerk, um überhaupt erreichbar zu sein. So, dann machen die also so einen Rendezvous-Point aus. Der Client verbindet sich ganz normal übers Tor-Netzwerk, also über drei Nodes, aber Achtung, das muss jetzt diesmal kein Exit-Node sein, denn der Hidden Service und der Rendezvous-Point sind auch Nodes im Tor-Netzwerk. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich, wenn ihr euch ins Tor-Netzwerk
Wenn ihr da sozusagen euch einloggt, dann könnt ihr auch selbst zum Rendezvous-Point werden. Da kann einfach jeder zum Rendezvous-Point werden. Das heißt, irgendwelche Leute greifen auf irgendwelche Drogenmärkte über eure IP sozusagen zu. Funktioniert aber die ganze Zeit. Also ist nicht so schlimm, wie man denkt. Und passiert auch wirklich ständig eigentlich. Ist auch nicht wirklich tragisch. Weil man ja natürlich auf beiden Seiten dann natürlich auch anonym ist. Das heißt, eigentlich weiß niemand vom anderen. Der Client verbindet sich über drei Nodes zum Rendezvous-Point. Und der Hidden Service kennt ja diesen Rendezvous-Point, die IP-Adresse des Rendezvous-Points kennt er auch und connectet sich auch über drei Nodes zum Rendezvous-Point. Und dann können die hier über diesen Rendezvous-Point sprechen. Das heißt, der Rendezvous-Point weiß, hey, ich muss hierhin weiterleiten, was der Client geschickt hat, und ich muss in die Richtung zum Client weiterleiten, was der Hidden Service geschickt hat. Und so können die miteinander kommunizieren, ohne dass irgendjemand weiß, wer der andere ist. Warum weiß jetzt der Rendezvous-Point nicht irgendwie, dass der Hidden Service an einer gewissen Adresse steht? Naja, der Rendezvous-Point weiß Folgendes. Genau. Der Rendezvous-Point weiß überhaupt nichts, denn er ist bloß sozusagen der Client und verschlüsselt. Falsches Beispiel, kann hier nicht funktionieren. Der Rendezvous-Point hier verschlüsselt für den ersten Node, der wiederum verschlüsselt für den zweiten Node, der wiederum verschlüsselt für den dritten Node, und die dritte Node ist in dem Fall nicht unbedingt ein Exit-Node, verschlüsselt auch wieder für den Hidden Service, und dann erst kommt es dahin. Das heißt, die kommunizieren eigentlich über drei Proxys und kennen sich eigentlich auch gar nicht wirklich. Und das ist eben das Coole, jetzt hat eigentlich keiner eine Möglichkeit, die IP-Adresse des anderen wirklich rauszufinden. Sprich, man ist auch wirklich anonym, denn IP-Adressen, über die kann man zumindest rausfinden, wo der Service steht, beziehungsweise wo der Client steht, und das möchte man ja tunlichst vermeiden. So, coole Sache natürlich. Problem ist jetzt hier allerdings, wie wird ausgemacht, wo dieser Rendezvous-Point ist tatsächlich? Und das ist relativ easy. Das funktioniert wirklich jetzt ganz normal wieder nach dem Schema hier. Und zwar, der Client verschlüsselt nach Onion-Prinzip für den Hidden Service einfach eine solche Nachricht und wird die dann einfach weiterleiten, braucht kein Exit-Node, weil die natürlich auch im Tor-Netzwerk drin ist, und für alle anderen sieht es so aus, als wäre der Hidden Service einfach ein ganz normaler Client, der halt gerade irgendwie eine Nachricht bekommen hat und die halt einfach weiterleitet, denn es werden ja hier auch noch Dummy-Pakete teilweise erzeugt, und ja, dadurch bleibt man natürlich möglichst anonym. Das ist ein ziemlich ausgefuchstes Konzept, aber funktioniert wunderbar. Das heißt, ihr könnt nicht rausfinden, wo der Hidden Service steht, auf welchem Land oder wo auch immer. Und der Hidden Service weiß nicht, wer sich drauf verbindet. Und niemand im Tor-Netzwerk weiß eigentlich, dass diese IP überhaupt zu einem Hidden Service gehört. Oder niemand weiß, dass es ein Client ist. Denn man verbindet sich, oder jeder Traffic kann ja auch über euch kommen. Das ist ja das Verrückte daran. Im Prinzip könnt ihr mal Rendezvous-Point sein für die eine Verbindung, dann könnt ihr Node hier drin oder Node hier drin sein für die andere Verbindung. Und eigentlich weiß keiner, was genau jetzt da gerade passiert. Alle schicken nur irgendwelche Daten hin und her und keiner kann sie mehr zuordnen. Und das ist das Coole daran. Und das war's auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt jetzt zumindest grob eine Ahnung, wie Tor funktioniert und warum das Ganze so wichtig ist. Nicht nur, weil man irgendwelche Drogen kaufen möchte, sondern weil man auch tatsächlich für die Redefreiheit oder sowas einstehen möchte und einfach seine Meinung äußern möchte. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.